beschäftigt sich seit 40 Jahren mit Viktor Ullmanns an die Kriegsoper Der Kaiser von Atlantis. Für mich ist das eine Antikriegsoper und das ist der entscheidende Punkt. Eine Antikriegsoper fertig zu komponieren, fertigzustellen in einem Konzentrationslager. Entstanden in Theresienstadt macht diese Oper die Leiden des Kriegs eindrucksvoll sichtbar. Kritisches Theater, das fordert. Anstrengend und wirklich herausfordernd, vor allem auch mit diesen Puppen, die eben kein Gesicht haben, sondern wo es nochmal notwendig ist, das eigene Gesicht auch durch die Puppe durchzuspielen und somit das Erleben fürs Publikum interessant zu gestalten. Viktor Ullmann hat in dieser Oper seine Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg verarbeitet. Seine Botschaft ist eindeutig: Krieg zerstört alle und alles. Weil wir uns wirklich so intensiv auch in diese Gefühle dann hineinlassen und auch wenn wir dann Pause haben, merke ich, puh, okay, jetzt muss ich wieder mal durchatmen und sehe mal wieder den blauen Himmel und dass wir Gott sei Dank nicht unter solchen Zuständen leben müssen. Zwei Soldaten kämpfen. Plötzlich stellt sich heraus, nicht zwei Männer wollen sich töten, sondern ein Mann und eine Frau. Am Ende siegt die Liebe und nicht der Krieg.